Hi, ich bin Vorarlberg-Reporter Martin Kruger und ich sitze auf der ersten Roboterpferdkutsche in Vorarlberg und gebaut hat die der Peter Stark aus Hohenems. Servus Peter. Servus, grüß dich. Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Roboterpferd zu bauen? Ich habe mir gedacht, baust du mal irgendwas Lustiges, oder? Nachdem die ganze Welt so durcheinander ist, brauche ich etwas, wo die Leute ein bisschen lachen können. Und meine Tochter hat das letzte Jahr geheiratet, vielleicht gibt es einen Enkel. Dann habe ich noch ein Spielzeug zu meinem Enkel rumfahren. Also ist dein Ziel, dass du mit dem Enkel nachher einmal da ein paar Runden drehst? Genau. Es ist ja eine megamäßige Konstruktion, die du gemacht hast. Wo hast du die Teile her, sag mal? Da kommt alles zum Schrottplatz. Das sind lauter Chromstahlteile, die ich zusammengeschnitten habe, so wie ich es gebraucht habe. Du bist ja ein Bastler vor dem Herrn, da ist ja auch ganz viel Lüftertechnik und Elektrotechnik verbaut. Wieso kannst du das? Warum kennst du dich so gut aus? Ich bin Amateurfunker und habe immer mit Elektronik was zu tun gehabt. Und Maschinenbau war auch meine Sache. Deshalb habe ich da keine Probleme. Es ist ja megamäßig. Ich sehe, du hast da Bluetooth-Lautsprecher verbaut. Wofür sind die da? Ja, die sind dazu da, dass wenn ich rumfahre, damit ich schöne Musik habe. Und wie ich kann das Pferd schön auch noch. Und wenn die kleinen Kinder herkommen oder die Erwachsenen, dann lasse ich es ein bisschen wiehern und alle haben einen Spaß. Super, toll. Wenn du jetzt einen Ausritt machst mit dem Elektropferd, was sagen da die Pferdebesitzer dazu? Ja, meistens ist es so, die Frauen kommen her und fragen mich, ob sie nicht ein Foto machen dürfen und drauf sitzen. Und dann sage ich, ja, kein Problem. Und dann schicken sie halt über WhatsApp irgendein Foto nach Hause. Und so eine Art, jetzt haben sie ein neues Pferd. Ja, ja, wunderbar. Also, Peter Stark, vielen herzlichen Dank. Gerne. Der Peter, der hat es gemacht, das erste Roboterpferd im Ländle, das steht in Hohenems und ist sogar noch emissionsfrei. Antenne Vorarlberg!